Es gibt keine blöde Vorschläge, ne? Ich nehme ja mal PowerPoint. Ja, zum Teil ist PowerPoint, aber zum Teil als Photoshop, weil du da mit E-Mail arbeiten kannst, aus dem Boot. Und die auch gut verwalten kannst, eigentlich. Aber können wir auch was im Hintergrund auch machen. Und dann geht es halt hin. Wo ist die große Zimmer? Sehr frisch und haben wir auch. Und wo ist vielleicht der Aufwand? Dann kannst du halt das hier rausgehen, so. Sorry. Das eine ist irgendwie, man macht das hier so von Schwein, ausprobieren kann und sehen kann, wie das zu JavaScript wird. Also Vergleich zwischen JavaScript und TypeScript sowieso, oder? Naja, also ich würde die ganze Sache WPF, ich bin eigentlich völlig falsch bei dem Thema. Aufzeichnen, kann man das machen und so. Bei jeder Dienstbuch und jeder weiß ja nicht, was irgendwie mal haben.
Also wie kann man es anwenden? Ich würde sagen, kann es nicht so viel wieder. Aber vielleicht andere. Es gab da mal, deswegen habe ich vor, dass ich nicht zurückdenke, es gab da mal eine Klasse von Tools Together und die haben versucht, Modell und Code, Code Skeletons und Implementierung ständig immer so in Sync in alle Richtungen zu halten. Meiner Meinung nach ist dieser Einsatz, dieser Filter ist von uns gescheitert. Ja, aber die Frage ist halt, wie also erstens, da bin ich voll bei dir, also diese ganzen Sachen, die, ich sag, Ballast vom Hof, Kommunikation von